Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich nun endlich den Jahresrückblick 2017 für euch, beziehungsweise den ersten Teil des Jahresrückblicks. Ich werde das Ganze nämlich auf insgesamt zwei Videos verteilen, so dass wir uns jetzt hier in diesem Video erst einmal das erste Halbjahr des Jahres 2017 anschauen werden. Bevor wir aber jetzt damit nun beginnen werden, möchte ich mich jetzt an dieser Stelle erst einmal bei euch entschuldigen, und zwar dafür, dass dieses Video erst heute mit mehr als einer Woche Verspätung online kommt. Aber es gab halt in den letzten Tagen und in den letzten Wochen einige krasse Glitches, und wir haben halt auch die meiste Zeit Autos für euch gemoddet, und deshalb habe ich es einfach zeitlich nicht eher geschafft, dieses Video hier für euch fertig zu machen. Trotzdem würde ich mich an dieser Stelle aber schon mal riesig über einen Like freuen, denn mich würde es heute auf jeden Fall riesig freuen, wenn wir heute auf diesem Video hier wieder die 444 Likes packen würden. Und falls du hier gerade neu auf meinem Kanal sein solltest, dann klick doch jetzt einfach mal auf den Abo-Button und aktiviere die Glocke, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA 5 und auch nichts mehr in GTA Online. Aber ich würde mal sagen, dass ich jetzt nun an dieser Stelle hier genug Werbung gemacht habe. Lasst uns jetzt nun einmal mit dem Video beginnen, also let's go! Das Jahr 2017 fing erst einmal ziemlich ruhig an, denn die Wochen im Januar vergingen, ohne dass dort irgendetwas Besonderes in GTA Online passiert ist. Aber das änderte sich jedoch am 25. Januar, denn dort habe ich damals einen richtig überkrassen Glitch gefunden gehabt, und zwar einen Giftcast to Friends Glitch, der auch zeitgleich ein Solo Unlimited Money Glitch war, und zudem konntet ihr mit diesem Glitch auch noch BMX in Crewfarben und weitere seltene Fahrzeuge bekommen. Gut, wer damals bei diesem Glitch noch nicht dabei war, wird sich jetzt vielleicht denken, wow, ein Giftcast to Friends Glitch gab es doch in diesem Jahr wenigstens einmal im Monat, aber so war das Ganze damals eben noch nicht, denn damals war ein Giftcast to Friends Glitch wirklich der Königsglitch überhaupt schlechthin in GTA Online. Denn im Jahre 2016 gab es damals nur einen einzigen Giftcast to Friends Glitch, und deshalb war ich auch damals echt stolz auf mich, als ich zu diesem Zeitpunkt meinen bereits zweiten Giftcast to Friends Glitch selber herausgefunden hatte. Ich meine, nicht viele konnten von sich behaupten, überhaupt mal einen Giftcast to Friends Glitch gefunden zu haben, aber das Ganze war halt eben zu diesem Zeitpunkt bereits schon mein zweiter Giftcast to Friends Glitch. Jedenfalls war das Video zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Glitch am 25. Januar 2017 mein erfolgreichstes Video, welches ich bis zu diesem Zeitpunkt jemals auf YouTube hochgeladen habe, denn auf diesem Video habe ich bis heute mehr als 5500 Likes von euch bekommen. Aber schauen wir doch noch einmal kurz selber in dieses Video jetzt rein. Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und im letzten Video des heutigen Tages möchte ich euch den lang versprochenen Giftcast to Friends Glitch zeigen. Diesen Glitch habe ich zusammen mit Fraps und Tutu Facile Francais gefunden, und dieser ist der erste Giftcast to Friends Glitch seit einem Jahr in GTA Online. Seid ihr nun im Rennen unter der Map gespawnt, müsst ihr alles genauso machen wie beim Solo Unlimited Money Glitch, und zwar müsst ihr jetzt über die Rampe in euer Motorrad Clubhaus laufen, und dort müsst ihr jetzt ganz schnell zur Dartscheibe rennen und Dart starten. Nun müsst ihr wieder zu eurer Garage fahren, in der sich ein Auto befindet, welches ihr nicht mehr braucht, und wenn ihr nun in diesem Auto drinne seid, macht ihr jetzt ganz einfach wieder den aktuellen Money Glitch. Das heißt, ihr drückt jetzt die Dreiecktaste, um zu respawnen, und kurz bevor der rote Balken komplett voll ist, drückt ihr die R2-Taste, um aus der Garage rauszufahren. Nun backt ihr wieder vor eurer Garage rum, und hier müsst ihr jetzt wieder abwarten, bis ihr euch wieder bewegen könnt, und danach steigt ihr ganz einfach aus dem Fahrzeug aus und geht dann wieder zu Fuß zurück in die Garage und schaut, ob der ganze Glitch funktioniert hat. Ach ja, ich erinnere mich immer wieder gerne an diesen Glitch zurück, da ich mir damals mit diesem Glitch eben so viele Autos von meinen Freunden und auch von meinen Zweitaccounts rüber auf meinen Erstaccount geholt hatte. Anfang Februar gab es dann aber für viele Modder das erste nicht so schöne Highlight des Jahres 2017, und zwar postete Rockstar Games dort folgendes in ihrem Newswire, und zwar könnt ihr diesen Post ja auch hier gerade bereits im Hintergrund lesen. Denn Rockstar Games hat mit diesem Post damals den Unlock Alls ein Ende gesetzt. Denn in diesem Post informierte Rockstar Games uns darüber, dass sie eben am 6. März 2017 die Account-Übertragung von den Old-Generation-Konsolen auf die Next-Generation-Konsolen und den PC abschalten würden. Und dadurch konnte man eben ab dem 7. März 2017 keine neuen Unlock Alls mehr erstellen, und deshalb sind diese Accounts auch heutzutage ziemlich teuer und begehrt in GTA Online geworden. Ich weiß noch ganz genau, wie damals, als dieser Post erschienen ist, wie viele Modder dort damals eben Panik bekommen hatten und versucht hatten, möglichst noch viele Accounts zu modden und diese eben zu übertragen, damit sie diese dann eben nach dem 6. März 2017 für Wucherpreise weiterverkaufen konnten. Aber werfen wir doch an dieser Stelle auch nochmal einen kurzen Blick zurück auf mein Video, welches ich eben in dieser Zeit damals zu diesem Thema gemacht habe.
Wie ihr bereits hier im Hintergrund schon lesen könnt, hat Rockstar Games gestern bekannt gegeben, dass der Charaktertransfer auf die PlayStation 4, auf die Xbox One und auch auf dem PC am 6. März 2017 endet. Das bedeutet, dass ihr ab dem 7. März 2017 keine Accounts mehr von der PlayStation 3 oder von der Xbox 360 auf die PlayStation 4, auf die Xbox One oder auch auf dem PC übertragen könnt. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe das Ganze mit einem lachenden und auch mit einem weinenden Auge, denn dadurch wird GTA Online in Zukunft auf jeden Fall fairer ablaufen, aber auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, dass ich auch gerne auf der PlayStation 3 gemoddet habe. Zum Beispiel beim aktuellen Giftcast to Friends Glitch habe ich mal eben schnell einen Unlock All Account gemoddet und dort habe ich halt die heftigsten Autos drauf gemoddet, die man so modden kann, wie zum Beispiel den zerstörten Ruiner, und von diesem Account habe ich dann so vielen Abonnenten am Wochenende Autos gegeben und das Ganze wird dann leider nicht mehr beim nächsten Giftcast to Friends Glitch möglich sein. Nachdem Rockstar Games dann am 6. März die Accountübertragung abgeschaltet hatte, erschien dann eine Woche später auch schon das erste DLC des Jahres 2017. Und zwar handelte es sich bei diesem DLC um den zweiten Teil des Cunning Stunt DLCs. Der korrekte Name des DLCs lautete damals auf jeden Fall Cunning Stunt Special Vehicle Circuit. Dieses DLC war wohl mit Abstand das schlechteste DLC, welches wir im Jahre 2017 bekommen hatten, denn in diesem DLC haben wir damals lediglich 20 neue Stuntrennen für die Spezialfahrzeuge aus dem Import- und Export-DLC bekommen gehabt und zusätzlich gab es dann in diesem DLC nur 4 neue Fahrzeuge und 4 Gegner-Modi. Und das war es dann auch schon mit dem kompletten DLC, denn sonst haben wir halt eben in diesem DLC nichts Neues bekommen gehabt, nicht mal irgendwelche Kleidungsstücke. Bei diesen Fahrzeugen handelte es sich auf jeden Fall um einen neuen Supersportwagen, und zwar um den Progen GP1, um 2 Klassiker, und zwar um den Turismo Classic und den Infernus Classic und zum Abschluss um einen Sportwagen, und zwar um den Hijack Rusten. Die 4 neuen Gegnermodi, die wir damals dann bekommen hatten, nannten sich Resurrection, Top-Down, Tiny Racers und Landgrab. Und im Grunde waren alle diese 4 Modi nichts Besonderes und besonders Tiny Racers war damals der letzte Müll. Aber lasst uns doch einfach mal zurückschauen, was ich damals so über dieses Update gesagt habe. Und in diesem Video soll es nochmal um das neue DLC gehen, welches wir gestern in GTA Online bekommen haben. Ich weiß, ich wollte dieses Video gestern schon für euch hochladen, aber ich sag euch ganz ehrlich, Leute, nach dem Update gestern hatte ich einfach keinen Bock mehr, noch irgendetwas zu machen, da mich dieses Update einfach nur aufgeregt hat. Denn es kam genauso, wie der Modder Jan2295 schon vorhergesagt hat, und so haben wir tatsächlich nur die 20 neuen Stuntrennen und einen neuen Supersportwagen bekommen und das Ganze nennt Rockstar dann auch noch ein großes Update. Dazu kam dann auch noch, dass Rockstar Games einige Fahrzeuge und einige Kleidungsstücke auf die Blacklist gesetzt hat. Das bedeutet, wenn wir irgendwas davon besaßen, wurde das Ganze dann einfach beim Login in GTA Online automatisch gelöscht und davon betroffen waren auf jeden Fall alle Spieler, die ein Polizei- oder ein Müllmann-Outfit hatten oder die Spieler, die den zerstörten Ruiner oder den Brickhead in der Garage stehen hatten. Am 31.03.2017 ist dann mir und meinem Glitcher-Team dann erneut eine Meisterleistung gelungen, und zwar haben wir an diesem Tag einen neuen Königsglitch gefunden, der eben dem Giftcast to Friends Glitch von dieser Position verdrängt hatte, und zwar haben wir dort damals den allerersten Regisseur-Modus in Online-Glitch gefunden. Mit diesem Glitch konnten wir damals den Regisseur-Modus in den Online-Modus holen und damit konnten wir uns eben alles kostenlos in GTA Online kaufen. Und zusätzlich hat dieser Glitch eben noch bewirkt, dass wir uns zahlreiche gemoddete Outfit selber erstellen konnten und das eben nur, wenn wir eben im Glitch selber auf unseren Zweitcharakter gewechselt hatten. Ich denke mal, ihr kennt mittlerweile alle diese beiden Glitches, denn nachdem wir diese gefunden hatten, gab es von diesen Glitch-Typen noch den ein oder anderen im Jahr 2017. Zuletzt kurz vor Silvester, nur dass wir das Ganze dort dann mit dem Singleplayer gemacht haben und nicht mit dem Regisseur-Modus. Aber trotzdem bin ich stolz darauf, dass mein Team und ich die ersten waren, die diese Glitch-Art eben gefunden hatten, denn von sowas habe ich damals immer geträumt gehabt, als ich eben mit YouTube und mit Glitch-Videos angefangen hatte. Das letzte Highlight des Frühjahrs 2017 war dann eben am 18. April 2017, denn dort haben wir damals ein Auto neu in GTA Online hinzubekommen, welches wir vorher eben nur im Story-Modus von GTA 5 nutzen konnten. Und zwar handelte es sich bei diesem Auto um den Duke or Death und dieser war sogar kostenlos für alle Spieler, die ihren Account damals von der Old Generation auf die Next Generation Konsolen übertragen hatten. Bei diesem Fahrzeug handelte es sich auf jeden Fall um einen Klassiker, der gepanzert war und diesen konnte man schon fast mit dem Kuruma vergleichen. Ich habe mich damals auf jeden Fall echt gefreut, als wir dieses Auto endlich im Online-Modus von GTA 5 bekommen hatten, da ich den Duke schon immer gemocht hatte.
So Jungs, das waren nun aber auch schon alle Highlights des Frühjahrs 2017. In den nächsten Tagen werde ich dann den zweiten Teil für euch hochladen und dort schauen wir uns dann einmal das zweite Halbjahr 2017 genauer an, wo wir dann unter anderem das Gunrunning DLC, das Smugglers Run DLC und das Doomsday Heist DLC bekommen hatten. 2017 war für mich auf jeden Fall das beste Jahr, welches ich jemals in GTA und hier auf YouTube mit euch zusammen erleben durfte, denn in diesem Jahr durfte ich so viele von euch kennenlernen und wir haben einfach so viele unvergessliche Momente in diesem Jahr hier zusammen erlebt. Und eins weiß ich auf jeden Fall ganz sicher, und zwar weiß ich, dass ich diese Momente niemals vergessen werde, auch wenn es GTA Online irgendwann in der Zukunft einmal nicht mehr geben wird, werde ich mich an diese Momente auf jeden Fall noch zurückerinnern. Und mit diesen Worten werde ich das Video jetzt nun an dieser Stelle hier einmal beenden und dann wünsche ich euch an dieser Stelle jetzt auf jeden Fall noch einen richtig freshen Tag, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da, und wenn du hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online, und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.